Glück auf aus dem Thüringer Wald. Der Thüringer Wald hat unglaublich viele Sehenswürdigkeiten unter Tage. Erlebnisbergwerk in Merkers, in Friedrichroda die Marienklaas-Höhle, in Frauenwald den DDR-Bunker, in Ilmenau die Volle Rose. Und zwei Sehenswürdigkeiten, die zeige ich euch heute, habe ich noch gar nicht genannt. Aber vorher erstmal ein paar Infos zu mir. Gerade eben war ich noch oben im Feenwäldchen, eine wunderbare Sache für Familien und Kinder. Doch jetzt bin ich hinabgestiegen in die Saalfelder Feengrotte. Während der Bergbauarbeiten kam es nicht selten zu solch fantastischen Entdeckungen an Höhlen wie den Märchendom mit all seinen Stalagniten und Stalaktiten. Verrückt, oder? Wow, bist du eine Fee? Nein, ich habe mich auf dem Weg zu einer Motto-Party verirrt. Na klar bin ich eine Fee, du bist doch hier in den Saalfelder Feengrotten. Okay, aber habe ich da jetzt einen Wunsch frei? Ich bin heute mal spendabel. Du hast sogar drei Wünsche frei. Okay, dann... Olympiasieger. Okay, erfülle ich dir später. Gut. Zweiter Wunsch, ich gehe ja heute noch biken. Davor würde ich aber gerne noch ein bisschen entspannen. Dafür hättest du keinen Wunsch vergeuden müssen. Aber gut. Krass, wo sind wir denn hier? Immer noch in den Saalfelder Feengrotten, aber nur zum Heilstollen. Hier herrscht ein ganz besonderes Klima. Äußerst reine, absolut Staub, Keim, Allergen und ozonfreie Grubenluft kannst du hier genießen. Das stärkt das Immunsystem, verbessert die Atemfunktion und entspannt die Seele. So kannst du neue Kraft für Abenteuer und Wettkämpfe schöpfen. Also ich wünschte ja, ich könnte hier irgendwie ewig bleiben. Ach nee, das ist kein Wunsch. Ich will ja heute noch biken gehen. Na? Okay, dein Wunsch sei mir Befehl. Nein. Nee. Hey, Erik, aufwachen. Hä? Erik, komm schon, wir wollen doch jetzt im Bergwerk Mountainbiken. Nina, Lukas? Mensch, also das sind Nina Hoffmann, Lukas Rahm, zwei mega krasse Mountainbiker aus dem Thüringer Wald. Wo sind wir hier? Wir sind hier in den Vereinigten Revieren von Kampsdorf. Ja, in dem Bergwerk werden wir jetzt dir und euch zeigen, wie geil Mountainbiken unter Tage sein kann. Okay, mir fehlt noch der Helm. Ihr dreht schon mal ab und ich komme nach. Hier nun der Startpunkt unserer Tour. Drei verschiedene gibt's, zwischen 5 und 15 Kilometern Länge. Und alle sind technisch anspruchsvoll. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Zunächst ein kleines Aufwärmprogramm. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Okay. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nee. Und Erik, wie ist es? Ziemlich geil. Warm bin ich jetzt schon mal. Geil, weil jetzt geht's auf jeden Fall eine Nummer schärfer zur Sache. Gut. Das ist ja nichts für Anfänger. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Mountainbike-Erfahrung mit sich bringen. Okay. Aber jetzt fahren wir weiter, oder? Musstet ihr etwa auf mich warten? Ah, nee. Ja, für den Biathleten hast du dich echt gut geschlagen. Hut ab. Okay, vielen Dank. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. War unglaublich cool, durch die Gänge zu fetzen, ein anderes Geschwindigkeitsgefühl zu haben. Die Trails waren total flowig. Und ich glaube, dass es ja ziemlich einmalig ist, so mitten in einem Bergwerk zu fahren.
Also mega nice Geschichte. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, kommt doch einfach selber vorbei in den Thüringer Wald. Schaut euch an, was man hier alles Tolles erleben kann. Und bis dahin gilt, Glück auf! Glück auf!